Falls ihr aus vergangenen Tagen noch Spiele kennt wie Revolt oder vor allen Dingen Micro Machines und das gerne gespielt habt, dann gibt es ja inzwischen geile Neuigkeiten, denn es wird ein neues Videospiel geben, was genau in diese Kerbe schlägt, und zwar ein Hot Wheels Videospiel. Und wenn das nicht geil ist, dann weiß ich's auch nicht. Was wir bis hierhin für Infos haben, sage ich euch jetzt. Servus Freunde und schön, dass ihr reingeklickt habt in dieses Video, in dem ich etwas über Hot Wheels Unleashed sprechen möchte. Das neueste Werk des Entwicklers Milestone, die wir natürlich vor allen Dingen von den MotoGP-Spielen kennen. Das sind so die größten Titel, würde ich sagen. Und diese werkeln jetzt an einem sehr arkadigen Rennspiel, und zwar eben ein Hot Wheels Rennspiel. Und naja, nachdem ich das erste Material gesehen habe, ist es ganz klar, das Ding wird angelehnt sein an Spiele wie Micro Machines, was wir vielleicht noch von früher kennen. Dazu gab es tatsächlich ein großes Showcase, das habe ich so nicht erwartet. Milestone hat da wirklich aufgefahren, hat also, ich glaube, eine knappe halbe Stunde lang ein bisschen über das Spiel geschwafelt, hat ein bisschen Gameplay gezeigt, und es ist dann auch noch ein neuer regulärer Gameplay-Trailer veröffentlicht worden, der auch schon das Release-Date rausgehauen hat. Und ich freue mich sehr auf das Spiel, auch wenn die ersten Stimmen, die ich so gelesen habe, noch teilweise ein bisschen skeptisch sind. Weil das Spiel hat sehr, sehr gute Anleihen. Das wirkt vernünftig. Das ist eine geile Grafik-Engine. Das läuft auf der neuen Unreal Engine. Das sieht auch ganz schick aus und wird eben auch mit auf der PlayStation 5 veröffentlicht, als echtes PlayStation 5-Spiel. Es wird sehr flüssig laufen. Es wird ganz gut aussehen dafür, was es halt sein will. Also es ist natürlich nicht so ein super realistisches Racing-Game, sondern eher so ein Fun-Racer. Aber Kritik gibt es bislang so ein bisschen an der Fahrphysik, denn die ist noch nicht so ganz ausgegoren. Man könnte das Spiel so ein bisschen vergleichen mit so einem Trackmania, wo man auch auf verrückten Pisten unterwegs war. Und Trackmania hat einfach eine super präzise Steuerung, und das fehlt diesem Spiel noch. Deswegen vergleiche ich das weniger mit Trackmania, sondern eher, naja, vielleicht wie so ein Mario Kart oder Team Sonic Racing oder so. Also vielleicht ist es so eine Mischung, so ein bisschen Flair aus Trackmania und Micro Machines. Aber gameplay-seitig wird es eher an so ein Mario Kart-Stil angelehnt sein, glaube ich. Und wenn das gut ausgearbeitet wird am Ende, und Milestone hat mehrfach angekündigt, dass das, was man jetzt in dieser Pre-Alpha-Version spielen konnte, was also die, naja, größeren Magazine spielen konnten, dass das alles noch nicht endgültig ist, dass daran noch gearbeitet wird, damit das Fahrgefühl sich noch etwas feiner und besser anfühlt und einfach ein bisschen mehr noch Spaß macht. Also die sind sich dessen bewusst, dass das noch nicht so bleiben kann, weil da noch etwas Verbesserungspotenzial gesehen wird, sage ich mal ganz vorsichtig. Aber nichtsdestotrotz, im Großen und Ganzen sieht das richtig geil aus, und falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, wollte ich euch in diesem Video auf jeden Fall darüber informieren, dass ein solches Spiel in der Entwicklung ist. Und das Gute ist, es soll noch dieses Jahr kommen, es dauert gar nicht mehr so lange, bis dieses geile Spiel erscheint. Erscheinen soll Hot Wheels Unleashed nämlich schon am 30. September auf PC und allen gängigen Konsolen. Es soll, so sagt es der Entwickler Milestone, 40 verschiedene Strecken geben in 6 Umgebungen, also das klingt vielversprechend. Und diese können befahren werden mit 60 originalgetreu nachmodellierten Hot Wheels Fahrzeugen. Das könnte eine richtig feine Sache sein. 60 Fahrzeuge, das klingt richtig geil. Da kann man auch nur hoffen, dass die alle sich etwas unterschiedlich anfühlen. Oder vielleicht nicht jedes einzelne anders, aber dass es da irgendwie 3 oder 4 verschiedene Klassen gibt, sage ich mal. Dass man wirklich so ein bisschen so ein Gefühl hat, dass manche Fahrzeuge sich einfach anders fahren und spezielle Vorteile, aber auch spezielle Nachteile haben. Also im einfachsten Sinne sowas wie, das eine Auto hat mehr Beschleunigung, dafür hat das andere mehr Topspeed und weniger Beschleunigung. Und dafür hat das dritte vielleicht so eine Art bessere Panzerung oder so, dass ein Stoß nicht dazu führt, dass man gleich aus der Bahn fliegt, während andere Autos, die halt sehr viel Turbo haben, wenn man die einmal anrempelt, dann drehen die sich vielleicht oder so, ja, oder werden stärker nach außen geschoben oder so, das würde ja schon reichen. Irgendwie so, also da müssen es nur 3, 4 Werte sein, und die sind dann, weiß nicht, von 1 bis 10 anpassbar quasi. Dann hast du ja schon die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Autostile sozusagen rauszuhauen. Das würde ich mir sehr wünschen, dass nicht also alle nur optisch anders aussehen, sondern sich auch etwas anders spielen. Ansonsten kann man vom Fahrverhalten natürlich nicht viel Anspruchsvolles erwarten. Es wird ein Funracer, es wird ein Arcade-Racer, es wird, wie gesagt, eher Richtung Team Sonic Racing gehen oder eben auch Trackmania, was ja anspruchsvoll ist, aber eben nicht auf die Art und Weise, dass es sich um echte Autos handelt und sich anfühlt wie echte Autos fahren, sondern eben Anspruch auf eine andere Art und Weise, eben aufgrund der Präzision. Und das ist genau die Sache, die hier noch zu fehlen scheint.
Aber ich bin sicher, dass Milestone hier einen guten Job abliefern wird und die haben noch ein paar Monate Zeit. Ich glaube, dass das Fahrverhalten am Ende zumindest ansprechend genug sein wird, um richtig Spaß daran zu haben. Wo es keine Fragezeichen geben wird, das dürfte der Streckeneditor sein, denn der soll der Traum eines jeden Hot Wheels Fans von früheren Kindheitstagen sein, denn der soll richtig umfangreich ausfallen, der wird mich stark, glaube ich, an den Editor von Trackmania erinnern. Man soll unglaublich viele Möglichkeiten haben, man soll alle Streckenumgebungen dafür nutzen können und man soll eben auch ganz viele Einzelteile aneinander bauen können. Es wird sehr viele ikonische Objekte geben, die es auch in echt quasi gibt, die man dann dafür verwenden kann. Und man kann viel von der Umgebung in die Strecke einbauen, sodass man wirklich auch, wie bei Trackmania schon, auch Strecken machen kann, wo es nicht nur um Topspeed geht, sondern so ein bisschen auch um Finesse, wo man vielleicht viele Schikanen umfahren muss, wo man einen guten Sprung hinkriegen muss und sowas. Und das könnte dann eine richtig geile Sache sein, weil dann ist der Freude, quasi keine Grenzen sind der gesetzt, weil ich bin jemand, ich bastel gerne eigene Strecken, ja, Gruß an alle meine Freunde, die mit mir immer Trackmania gespielt haben und immer meine selbstgemachten Strecken fahren mussten. Das wird in dem Spiel nicht anders sein, aber das Geile ist, dann gibt es einfach unbegrenzte Möglichkeiten. Das Spiel wird nicht langweilig, wenn ich mich da einmal ransetze, dann habe ich ratzfatz 5 bis 10 neue Strecken gebastelt und schon hat man wieder noch mehr Sachen und noch mehr Strecken, die man befahren kann. Also von daher, da freue ich mich richtig drauf, ein richtig großer, geiler Streckeneditor ist eine super Sache. Abgesehen vom Multiplayer, der eben noch unklar ist, ist auch noch nicht viel bekannt über einen Karrieremodus. Es soll einen geben, also es wird auch viel für Singleplayer geboten sein. Aber ich will nicht zu viel erwarten. Ich glaube, so ein Karrieremodus, der wird nicht allzu umfangreich sein. Der wird vielleicht zum Freischalten der verschiedenen Fahrzeuge dienen. Die Frage ist dann, wie teuer wird der Spaß sein? Ich glaube, das wird ein Vollpreisspiel tatsächlich werden. Und dann erst recht sollten die Entwickler ordentlich viel Inhalt abliefern, weil ich finde, obwohl 60 Strecken gar nicht mal so wenig, 60 Autos und 40 Strecken so, gar nicht so wenig klingt, aber sind wir mal ehrlich, wenn das Spiel am Ende nur einen Singleplayer hätte und man schaltet die Autos frei und dann war's das, dann wird's für 70 Euro tatsächlich schon ein bisschen haarig. Also dann wäre das etwas, worauf ich mich freue, aber was ich mir zum Release nicht kaufen würde. Wenn das Spiel dann vielleicht nur 40 Euro kostet, ist es was anderes, oder wenn es einfach unglaublich viel Zusatzmaterial und Zusatzmodi geben wird und eben Multiplayer und so weiter, dann kann man vielleicht sogar über mehr als 40 Euro sprechen, aber dazu ist auch noch nichts bekannt. Nur eben, dass das Spiel schon am 30. September erscheinen wird. Und das war's schon. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dem Spiel zu sagen habt. Schreibt mir sehr gerne einen Kommentar. Spielt ihr sowas auch gerne oder eher nicht? Ja, also hinterlasst sehr gerne einen Kommentar. Sagt mir, was ihr von diesem Spiel haltet, von den Ersteindrücken, die man bis hierhin bekommen konnte. Lasst mir einen Daumen nach oben da, ihr wisst es. Und dann hoffe ich sehr, dass wir uns schon bald bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Macht es gut.